Miau! Willkommen zurück! Nicht überraschend. Ein Kampf. Der Kampf, möchte ich vermuten. Der Kampf schlechthin. Hoch mit dir. Nicht? Oh. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott. Oh. Oh. Pfui. Ich brauche eine bessere Waffe. Oh Mann. Lara, du Monster. Es ist gerade kurz so ruhig. Haben wir da etwa eine erste Welle geschafft? Oder sind die nur woanders? Ja, ich gehe jetzt mal noch ganz gechillt zu einem Lager. Oh. Ja, moin! Alter! Stirb doch! Meine Güte! Ich habe tatsächlich eine Waffe leer geschossen. Uff, anstrengend. Aber spannend und gut, möchte ich sagen. Wählerisch, Errungenschaft. Ich will gar nicht weiter vor. Ihr sollt alle zu mir kommen und dann töte ich euch von hier. Shit. Upsi. Nicht schön. Puh. Anstrengender Kampf. Okay. Ich will unbedingt mit der hier. Ich habe nur noch so wenig.
nicht mehr viel Munition. Die andere hier ist schon wieder leer. Puh. Oh, da liegt. Sehr schön, sehr schön. Brauche ich. Dringend. Ist wie bei Doom. Man hat das ganze Spiel über viel zu viel Munition. Hopp! Warum sterben die davon nicht? Ich dachte immer, das ist der Finisher. Move. Okay, geht nicht. Das ist richtig anstrengend, Leute. Aber toll. Ich kann es mir immer wieder sagen. Okay, wir haben wieder ein bisschen Munition. Oh. Wow. Voll reingelaufen. Ja, ihr sterbt halt nicht. Ist klar. Ist da nicht immer noch einer doch? Irgendeine Waffe ist noch voll. Die da. Jo, moin. Schieß doch! Ich drück die ganze Zeit auf Schießen. Oh, shit. Ach, die Dinger sind zum Explodieren gedacht. Hier brennt es überall. Oh, bei mir ist ja auch einer. Ach Mist, ich wollte es gerade sagen. Irgendwie rennt sie heute schlecht. Ich verstehe das gar nicht. Hin und wieder. Oh. Oh. Ach Mist. Das sind einfach viel zu viele. Ich bin immer auf irgendwen anders fixiert. Ich sterbe nicht, ich weiß. Oh, ist das anstrengend. Yeah.
Schon wieder einer einfach von hinten, ey. Ich höre schon wieder... Oh. Nein, nein, nein. Oh Mann, es regt mich so auf, dieser Kampf. Oh. Ich will die mal weiter hier runterlocken, ist doch blöd. Da oben habe ich einfach kein Glück. Ja, schmeiß mit deinem Schwert. Alter. Kommt die nächste Welle. Hm? Ihr kündigt euch ja wenigstens schön an. Er hat gespeichert. Was ist denn mit dem Riesenvieh? Wo ist der denn? Die Musik klingt gerade so schön, aber ich rechne nicht damit, dass das war. Ich kann nicht weiterlaufen. Ich kann nicht... Hä? Was ist denn damit? Okay, wir gehen erst sammeln, was auch immer uns da hinten erwartet. Es ist gerade jetzt so still. Hätte ich mal gewusst, dass diese ganzen Dinger Bomben sind. Ich dachte, das wäre sonst was. Aber irgendwie waren die Bomben ja auch mehr bei mir als bei denen. Leider. Okay. Ich will hier oben nochmal gucken. Da war, glaube ich, noch was mit Granaten. Ich meine, wir hatten schon viele schwere Kämpfe, aber das hier war schon nochmal eine ganz eigene Liga. Oh, ich habe Angst. Was passiert bloß dahinter? Der Riese ist doch noch übrig. Ich will nicht da reinlaufen, merkt ihr es? Okay, aber wir müssen... Oh, scheiße, ich sag's ja. Wo ist er jetzt hin? Weg. Weggepustet. Ich find's hier nicht gut. Nicht nur wegen all den Toten. Neues Lager entdeckt. Wow, wie weit geht dieses Spiel? Oh, ein Tagebuch.
Wir hatten niemals eine Chance. Sie haben auf uns gewartet. Hunderte von ihnen. Wir haben es nicht mal bis zur Heiligen Kammer geschafft. Wir hatten von Anfang an keine Chance. Und jetzt warte ich darauf, dass meine Ahnen mich zu sich nehmen. Ich kann sie hören. Die Oni töten meine Brüder, fressen sie, verschlingen ihre Seelen. So viel Tod. Ich bin der Letzte. Was ist mein Schicksal? Werde ich einer von ihnen? Ahnen, erhört mich bitte. Bringt mich von hier fort, bevor die Oni mich holen. Bitte bringt mich ins Jenseits. Lasst mich in Frieden sterben. Ja, wenn man sich schon den Tod wünscht, hat man nichts Gutes erlebt. Puh. War hier eigentlich ein Lager? Da hinten tatsächlich. Das machen wir natürlich jetzt auf jeden Fall noch. Ausrüstung. Ja, lass uns nochmal wegreisen. So. Schalldämpfer. Brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr. Zoom. Ich weiß nicht. Eine von beiden will ich machen. Ich glaube, ich mache das hier. Schalldämpfer. Nee, Quatsch. Moment, wo hatte ich es denn? Nee. Das hier, Splittergranaten. Setzen bei der Detonation Schrapnelle frei, die Feinde in einem großen Wirkungsradius außer Gefecht setzen. Das machen wir. Das ist gut. Okay. Jetzt gehen wir aber da rein. Oder ist... Ups, ah, ins Feuer gelaufen. Ah, hier können wir noch was angucken. Diese chinesische Töpferware ist Jahrtausende alt. Könnten Sie die Insel vor dem Aufstieg von Yamatai besucht haben? Eine von drei Vasen. So spät im Spiel. Okay. Igitt. Igitt, igitt, igitt. Okay, hier können wir irgendwas tun. Mal gucken, was passiert. Okay, irgendwas müssen wir davor noch machen. Ich weiß auch noch nicht, wofür es gut ist. Aber das werden wir wohl bald erfahren. Da ist noch eine Kiste. Uah, an dem Toten vorbei. Und da liegt noch was auf dem Tisch. Okay. Müssen wir dann im Vergleich schnell von einem Ort zum anderen rennen? Ja, natürlich müssen wir das. Oh. Oder bleibt's... Och. Ups. Aus Versehen hingelaufen. Ich kenne ähnliche Artefakte aus Ban Chang in Thailand. Wie kommt das hier bis nach Yamatai? Tja, du bist doch auch bis nach Yamatai gekommen. Ist doch nicht so verwunderlich. Ich frag mich eher, wie die kleine Vase, die große Vase in dieses kleine Ding passt. Es ist schön, dass das hier doch nicht auf Zeit geht. Oder? Nö, es bleibt offen. Das ist zur Abwechslung echt mal nett. Warum holen wir das da raus? Damit können wir jetzt bestimmt das da oben zerstoßen. Oh, Achtung. Ja. Aber wollen wir dahin? Ich muss irgendwie darauf kommen. Ja, finden wir schon einen Weg. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ich habe auch schon so eine Idee.
hättest dich festhalten können. Ah, hättest dich auch jetzt festhalten können. Irgendwie ruckelt das Spiel heute. Ich verstehe nicht, warum. So, nochmal. Springen und... Okay, es geht nicht. Ich dachte... Da hätten wir vielleicht dahin springen können. Tja, sehr aufschlussreich ist das nicht. Können wir es eigentlich wieder ein bisschen runterlassen? Nur ein bisschen? Nein, können wir nicht. Okay, hier dann wieder hoch. Ah, aber wir können vielleicht das Ding zumachen und es dann runterlassen. Vielleicht haben wir dann eine ganz gute Sprungplattform. Das versuchen wir einfach mal. Bleibt uns ja auch nichts anderes übrig. So, mach mal zu. Und jetzt wieder rüber. Und das gute Ding runterlassen. Jetzt können wir doch theoretisch irgendwie da drauf kommen. Würde ich meinen. Oder nicht? Warum denn nicht? Wir müssen ja noch wegen irgendwas anderem hier hoch können. Lara, sag doch mal was Kluges. Hin und wieder bist du doch so nett und gibst einem Tipps. Hier muss es so übel riechen. Schade. War immer noch der Meinung, dass es geht. Vielleicht kommen wir einfach von hier aus da dran. Na klar, man muss es nur mal probieren. Das war noch nix. Kann ich das bisschen weiter hier hinschieben? Ups. Das wollte ich nicht. Aber irgendwie da drauf müssen wir bestimmt. Ach. Musste getan werden. Lara ließ mir keine Wahl. Hätte ich geglaubt, sie würde mitspielen, hätte ich sie eingeweiht. Aber ihr fehlt für dieses Geschäft die Härte. Sie ist nicht skrupellos genug. Und diese Entdeckung muss mir gehören. Ich habe die Grenze überschritten. Mein guter Ruf wäre dahin. Also gut, es tut mir leid, aber sie darf die Insel nicht verlassen. Die anderen auch nicht. Und was immer mit Sam passiert, macht die ganze Geschichte noch sensationeller. Mit Matthias oder seinen Solari kann man nicht reden, also muss ich mich nach Abschluss des Rituals schnellstmöglich absetzen. Ich bin der perfekte einzige Überlebende und kehre dann mit den Behörden zurück, mit Kameras und einer angemessen überzeugenden Trauer. Das hättest du gern. Glaubst du nicht, dass ich dich hier von der Insel lasse? Idiot. Kannst du da dran hoch? Nö. Das ist aber zu weit. Ich weiß nicht, was ich tun muss, Leute.
Vielleicht muss ich sie doch wieder hochlassen und dann versuchen, unten dran zu springen. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Oh, ich weiß nicht. Oder vielleicht doch. Moment. Kannst du dich am Seil festhalten? Das wäre super toll. Kannst du nicht. Vielleicht, wenn wir die zu uns ein bisschen ziehen und dann im richtigen Moment draufspringen. Nein, ich glaube nicht. Oh Leute, ich weiß es nicht. Ist da immer noch was zum Sammeln? Nö, da hatte ich schon auf. Die haben nur die Kiste liegen lassen. Ich weiß gerade nicht weiter. Eventuell sollte ich hier einen Cut machen. Dumm nur, dass ich ja gleich weiter aufnehme. Vielleicht versuche ich es erst off-cam dann. Mal schauen. Ihr seht es ja dann in der nächsten Folge, wie ich das gemacht habe. Hinterlasst doch Kommentare und Bewertungen, während ich mich hier weiter an diesem schönen Ort tummle und versuche hier rauszukommen. Naja, also bis dann. Ciao!